Hallo ihr Lieben, Virus bedeutet übersetzt Gift. Virus heißt Gift. Könnt ihr recherchieren, stimmt. Ganz spannendes Video habe ich für euch, finde ich zumindest. Ich finde, das ist ein mega interessantes Thema. Total spannend mit deinem Input für euch. Liegt an dir, was du daraus machst. Ich bin Kirsten Schuditz. Ich bin Homöopathin und Naturheilkundlerin, spezialisiert auf Katzen seit 2001 und ich lebe Naturheilkunde, Homöopathie natürlich auch selber. Das heißt, das sind alles Themen, die mich in meinem Leben begleiten, beschäftigen, wie viel mit zu tun habe, also der gesamte Gesundheitsbereich mit natürlichen Heilmöglichkeiten und ich bin immer für eine ganzheitliche Betrachtung und Heilung. Und nebenbei bin ich Autorin diverser Bücher, unter anderem einfach natürlich glücklich gesund leben und natürlich gesund essen. Alle meine Bücher sind überall bestellbar als Buch und E-Book. So zum Video. Dank unserer super Vernetzung habe ich die banale Info gekriegt, dass da noch keiner drauf gekommen ist, das einfach mal zu recherchieren. Virus ist lateinisch und heißt auf Deutsch übersetzt Gift. Das fand ich super spannend. Wenn wir da jetzt einfach mal einen Faden draus stricken und ich möchte euch jetzt einfach nur meine Gedanken mitteilen. Ja, es sind nur Gedanken, Überlegungen, Spekulationen. Folgt mal diesem Faden. Dann ergibt sich da für mich was total Interessantes. Ja, recherchiert selber, kurz auf Google eintippen, was heißt Virus übersetzt, kommt sofort raus, Gift. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Virus Gift ist, nur meine Gedanken, ganz wichtig für dieses Video, ja, nur so, was mir so rumschwirrt, beschwirrt seit Tagen. Wenn alle angeblichen Viruskrankheiten eigentlich Gift sind, wenn wir daraus jetzt mal ein Gedankenspiel weiter verfolgen, dann sind wir einmal bei der Ursache für Krankheiten und bei den Lösungsmöglichkeiten. Und da ich beruflich in dem Bereich unterwegs bin und natürlich auch menschlich viel mitbekomme, kann ich ganz klar sagen, es passt. Wenn jemand krank wird, Mensch oder Tier, und auch diese angeblichen Viruskrankheiten bei Mensch und Tier, hat es immer eine Ursache. Und das mit Gift zu bezeichnen, kommt meiner Einschätzung nach absolut hin. In meinen Katzenberatungen sehe ich es dauerhaft. Dahinter frage ich alles. Darum sage ich, ich arbeite immer ganzheitlich. Das heißt, ich suche auch immer die Ursache. Und auch bei den Viruskrankheiten ist es immer so, dass es eine Ursache gibt. Gifte können krank machen, ist ja klar. Aber was ist denn so alles Gift? Arsen ist klar, Schlangen ist klar. Aber es gibt noch viel, viel mehr, was unseren Körper, unsere Seele belastet, was man als Gift bezeichnen kann. Was isst du? Was gibst du deinen Tieren zu Futter? Was ist da drin? Was schmierst du dir auf deinen Körper? Was ist da drin? Was trinkst du? Was ist in diversen Pharmamitteln enthalten? Wenn wir nach oben schauen in den Himmel, was ist da so drin? Folgt ihr meinem Faden, meinen Gedankengängen? All das belastet.
Und all das kann auch giftig sein. Es gibt so viele Substanzen, die bei vielen Menschen und auch unseren Haustieren leider, das ist mein Beruf, da kläre ich auf, zum Alltag gehören. Die Mist sind, sage ich immer nett, die Gift sind, die giftig sind. Das kann krank machen und das kann zu Viruserkrankungen führen. Das ist die körperliche Seite. Aber es gibt auch seelisches Gift. Und dieser Bereich ist genauso wichtig und muss immer genauso betrachtet werden. Wenn die Seele weint, wenn man Kummer hat, Stress, traurig ist, Trauer, geht für Mensch und Tier dieses Video, kann das krank machen, kann es auch zu Viruserkrankungen führen. Das sehe ich in meinen Katzenberatungen. Wenn ich sehe, die Katze ist krank, sei es eine Viruserkrankung oder was anderes, es gibt eine Ursache von einer Belastung mit einem zu viel. Und wenn wir das jetzt Gift nennen, weil es alles nicht gesund ist, weder ungesunde Nahrung ist gesund, das sagt schon das Wort, ja, was da nicht alles so drin ist, in diesen ganzen Konserven und so weiter, oder in nicht biologischen Lebensmitteln, Pestizide, kann ich deutlich sagen, ist Gift, oder? Die ganzen Schmiermittel auf die Haut, schau dir da an, was du nimmst, bitte. Es gibt so tolle, viele natürliche Alternativen. Und aus dem Grund habe ich euch eben anfangs meine zwei Bücher gezeigt, weil es einen anderen Weg gibt, gesund die Basis zu halten. Der seelische Bereich. Mensch und Tier können krank werden. Du kannst deinen Körper so gesund wie möglich halten. Gesunde Ernährung, Bewegung, Sonne etc. Aber wenn du oder dein Tier Gift in Form von Kummer bekommt, Stress ist ein großes Gift, wird Seele krank und der Körper wird seelisch vergiftet. Folgt ihr meinem Faden? Virus heißt übersetzt Gift. Und da, ich finde das so spannend, haben wir jetzt so viele Ansatzmöglichkeiten, wenn wir meine Gedankengänge spielerisch einfach mal so weiterlaufen lassen und das so betrachten. Muss ja nicht zu 100% stimmen, aber die Gedankengänge sind auf jeden Fall richtig und das sehe ich in meinem täglichen Leben, in meinem Katzenberatung und auch mit Menschen, wo ich es mitbekomme. Wichtig ist immer, dass ich alles erfahre, um es einschätzen zu können und das kann ich natürlich in den Katzenberatungen, weil ich da alles erfahre. Oder bei mir selber. Ja, ich kenne mich ja ganz gut und weiß, was da los ist. Dann können wir erstens diese Krankheiten vermeiden, bei Mensch und Tier. Indem wir Mensch und Tier eine gesunde Basis bieten. In jeder Hinsicht. Gesunde Ernährung. Gesunde Hautpflege mit Kokosöl zum Beispiel. Für Mensch und Tier. Was den Himmel betrifft, ja, Frequenzen. Frequenz 432 halte ich für sehr hilfreich, den Himmel damit zu schaffen. Frequenzen können auch immer helfen. Das wollte ich eigentlich erst zum Schluss, aber da ich jetzt zum Ende. Und das andere ist eben die Seele. So wichtig zu betrachten. Gesunde Basis, glücklich sein. Leben, lachen, tanzen, singen. So. Das Leben ist natürlich nicht immer so, weiß ich selber. Bin auch ein Mensch, ja? Weg von negativen Menschen, belastenden Menschen, belastenden Beziehungen, etc. Soweit möglich. Oder ignoranter durch. Glücklich. Nun gibt es natürlich Situationen, da ist es unmöglich, glücklich zu sein. Ja? Zum Beispiel, wenn ein geliebter Mensch oder ein geliebtes Tier uns verlässt und stirbt. So etwas. Und damit dann so umzugehen, dass es einen nicht belastet, das
ist nicht einfach, aber und es braucht auch immer Zeit, aber man kann versuchen zu lernen, besser damit umzugehen. Indem man zum Beispiel sich sagt, okay, warum auch immer, das sollte so sein. Aber die Seele von diesem Menschen, von diesem Tier, die ist noch da, die Seele bleibt immer. Und ich kann immer noch mit diesem geliebten Wesen reden, zum Beispiel. Versteht ihr, was ich meine? Auch mit schwierigen Situationen versuchen, anders umzugehen, damit dieses Gift gar nicht erst in den Körper. Also das ist die gesunde Basis, damit dieses Gift gar nicht erst den Körper erreicht. Wenn es dann aber schon so weit ist, Virus gleich Gift gleich krank, was ist dann die Lösung? Und das ist das Nächste, was ich so spannend finde. Ist ja ganz einfach. Kann jeder von euch jetzt geben. Entgiften. Ha! Entgiften. Körper und Seele entgiften. Gilt wieder für Mensch und Tier. Ja, auf jeden Fall auch hier, wenn es schon ausgebrochen ist. Ich nenne es jetzt mal so. Entgiften, auch vorher, immer entgiften, kann nicht schaden in der heutigen Zeit. Dann richtig entgiften. Und wenn das, dieser Faden, mein Gedankenspiel hier, der Lösungsweg ist für Virus gleich Gift, gleich Viruserkrankung gleich Gift im Körper, dann ist Entgiftung der Heilweg. Für alle. Denn wie sich die jeweilige Krankheit sich jetzt äußert, das ist natürlich, da gibt es unzählige, wisst ihr selber. Katzen haben da typische Erkrankungen, bei uns Menschen gibt es typische Erkrankungen, etc. Entgiften ist dann das A und O. Bam. Oder, selbst wenn mein Gedankenspiel jetzt nicht stimmen sollte, kann es nicht schaden, es trotzdem zu machen, denn es kann nur helfen und natürlich auf natürliche Weise. Ein super Entgiftungsmittel ist Zeolit für Mensch und Tier. Ein super Entgiftungsmittel ist Koriander für Mensch und Tier. Bei Koriander bitte vorsichtig rangehen, denn wenn der Körper sehr vergiftet ist, reagiert er ein bisschen heftig. Also austesten. Ich selber kann Koriander in Massen essen, habe ich hier im Garten. Holt euch das Küchenkraut, es ist super lecker, super in der indischen Küche, glaube ich, oder arabischen Küche, ich liebe das. Einfach mit auf den Salat und abends aufs Essen streuen. Natürlich roh, nicht gekocht, ja, darum bin ich selber Rohköstlerin, weil sobald du etwas erhitzt und kochst, sind alle Vitamine, Nährstoffe, Mineralien, ist futsch weg, da ist nichts mehr drin. Roh, austesten, immer da. Noch viele weitere Entgiftungsmittel, das war mir jetzt erstmal das Wichtigste. Folgt mal den Faden. Virus gleich Gift. Also haben wir die Lösung, wie kann man es vermeiden? Wie kann man es behandeln? Und zum seelischen Bereich, wenn die Krankheit bereits ausgebrochen ist, musst du auch hier im seelischen Bereich entgiften, bei Mensch und Tier. Das heißt, Lösung finden, damit du selber wieder glücklich bist. Zum Beispiel raus aus der toxischen Beziehung. Das ist immer so ein Klassiker. Einfach mal. Raus aus einem Umfeld, was dich belastet. Umziehen. Solche Sachen. Sich einen neuen Job suchen. Sich selbstständig machen. Bei den Tieren schauen, was belastet das Tier. Ja? Zum Beispiel, das Tier kommt mit anderen Tieren nicht zurecht. Katzenzusammenführung mache ich da, damit sie sich besser verstehen. Die Tiere spiegeln uns Menschen auch. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Die Tiere können krank werden, wenn wir leiden. Das heißt, hier ist der Mensch gefordert, das zu erkennen. Aha, ich bin die Ursache, mein Katz spiegelt mich oder übernimmt. Katzen sind da sehr, sehr, sehr mega in diesen ganzen feinstofflichen Sachen. Also ist der Mensch gefordert zu erkennen, aha, mir geht es nicht gut. Also muss ich erstmal mich selber heilen, körperlich und seelisch, damit mein Tier wieder gesund werden kann. Das ist so ein Wechselspiel. Entkoppeln kann man nicht. Die Frage wurde mir schon mal gestellt. Ein ganz, ganz spannendes Thema und ich hoffe,
ganz doll, dass ich mega Input geben konnte. Mich hat das die ganze Nacht und gestern so, das ratterte nur so, weil ich das so super interessant finde. Gebt mal gerne in die Kommentare durch, was ihr davon haltet. Ich finde diesen Gedankengang sehr, sehr interessant. Wie gesagt, als Naturheilkundlerin bin ich immer alternativ unterwegs und suche nach Ursachen und Lösungsmöglichkeiten. Und wenn eigentlich Ursache und Lösungsmöglichkeit hier so einfach sind, dann war es dieses Video allemal wert. Ich danke euch fürs Zuhören. Liebe Grüße von Teneriffa, wo ich lebe, und verteilt diese Info gerne.